In diesem Video zeige ich dir, wie einfach es inzwischen schon geworden ist, einen Greifer auf einen Industrieroboter zu integrieren, ohne Verdrahtung, ohne aufwendige mechanische Arbeiten. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Werner Hampel von der Firma Robtec GmbH. Ich arbeite seit über 30 Jahren mit Industrierobotern und ich weiß es, wie schwer es ist, so einen Greifer auf einen Roboter zu integrieren. Du packst den aus, dann hast du nicht die richtigen Stecker, dann stimmt der Adapter nicht zum Flansch von deines Roboters. Du bist tagelang damit beschäftigt, wenn nicht sogar wochenlang, nochmal irgendwas nachzubestellen zu dem Greifer. Ein Elektriker zu ordern, mit einem Mechaniker zu sprechen, dass der eine Flanschplatte holt. Unfassbarer Aufwand, aber diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen gibt es von Greiferherstellern sogenannte Starterboxen, also Boxen, wo du sofort loslegen kannst, auf die jeweiligen Roboterhersteller zugeschnitten. Heute darf ich euch vorstellen von der Firma Zimmer das Start-Set-Paket. Und ich habe ganz frisch ein Paket bekommen von der Firma Zimmer und das werden wir jetzt zusammen einmal unboxen. So, da ist es auch schon ein ziemlich großes Paket. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel damit beschäftigt. Wir haben hier eine Roboter-Starterbox LWR mit der Bezeichnung RSB01-22-0001A. So, und jetzt werden wir mal schauen, was sich da dahinter verbirgt. Die Firma Universal Robots hat uns für diesen Test einen UR10 zur Verfügung gestellt. Vielen Dank auch dafür. Dieser Zimmergreifer ist auch speziell für den UR zugeschnitten. Und jetzt schauen wir einfach einmal, was denn da so Schönes drinnen ist. Zack, auch hier steht drauf die Starterbox. So. Ich zeige euch mal, wie das hier, ja, das schaut sehr ordentlich verpackt aus, also da fehlt nichts, wenn hier die Pakete durch die Gegend geschmissen werden, bei der Post oder beim Versanddienstleister deiner Wahl. Und hier ist das Paket selbst, okay, ja, einiges kleiner geworden hier. Innovation in One Box. Was haben wir denn hier alles Schönes drauf? Hier sieht man auch schematisch den UR. Und da geht es also rein. Dann schauen wir das einfach einmal. Also hier haben wir einen, da haben wir einen und da. So. Oh. Ah, okay. Da geht es also rein. Das ist hier ist oben. Fangen wir doch gleich mal mit dem Zettel hier an. Digital Set. Also Set immer für Zimmer. Unter dem folgenden Link erhalten Sie Zugang zum persönlichen Software-Download und der Montage- und Bedienungsanleitung. Ja, per QR-Code kann man den scannen. Ich habe als einzige Vorbereitung mir die Montage- und Bedienungsanleitung vorab schon mal ausgedruckt. Und die umfasst 47 Seiten in deutscher Sprache. Ja, es ist jetzt, ich stell mal, wir fangen jetzt an und dann schauen wir mal, wie lange wir den für diesen Test brauchen. Natürlich werden wir ein bisschen vorlaufen lassen, dass ihr nicht die ganze Zeit zusammen sein wollt. Mein Ziel wäre es jetzt schon, in 2 Stunden vielleicht den Greifer zu integrieren. Im Moment habe ich auf 12 Uhr stehen in meiner wunderschönen Küchenuhr. Und jetzt fangen wir doch einfach mal an. Was ist denn hier? Oh, oh, oh. Aha. Das hier ist der Greifer, ja, ein elektrischer Greifer, so viel kann ich schon mal verraten. Und hier ist direkt der Stecker, da weiß ich jetzt auch noch nicht, wo ich den anstecken kann.
Machen wir mal weiter. Aha, eine Adapterplatte für den UR. Ja, die passt auch gleich schon mal. Dann, was haben wir denn hier noch alles? Schrauben und Bolzen. Nochmal Schrauben. Aha. Das könnte für die Kabelbefestigung sein. Und auch schon drin drei Imbusschlüssel. 2, 3, 4 schaut es aus. So. Erste Etage. Und jetzt sehen wir hier in der zweiten Etage ein. Okay. Und hier ist nochmal ein Kabel. Gut, kommt da drunter noch was? Nö. Jetzt ist die Schachtel leer. Alles hier fester Schaumstoff. Ich denke, mit Transportbeschädigung werden wir hier keine Probleme haben. Hier steht noch innen drin die MRK-Starterbox und HRC-Starterbox. Aber es scheint die MRK-Starterbox zu sein. Mit dem SCM-Modul. Greifbacken sind schon montiert. Imbusschlüssel, Kabelbinder, IO-Link-Kabel, Netzwerkkabel, Kabelsatz, Guide-Set. Okay, Guide-Set, was könnte jetzt das sein? Komfort-App und Software-Dokumentation. Okay, okay. Habe ich ja nicht noch irgendwas vergessen? Okay, ist leer. Gut. Also, dann schauen wir uns doch das einmal an. Das hier, denke ich mal, das ist der, das nennt man eben die, das SCM-Modul, das uns, der, ist ein, der Greifer ist IO-Link-fähig. Also das heißt, ich kann mit diesem Modul eben die IOs des Roboters hernehmen und eben einen IO-Link-fähigen Roboter, Greifer integrieren. Mit diesem Modul hier bei IO-Link, nicht jeder Roboter beherrscht es ja, ganz wenige sogar nur, aber IO-Link hat ja den riesen Vorteil, dass du den Greifer programmieren kannst. Entweder in der Robotersteuerung oder auf einer speziellen Software, die es ja auch von Zimmer gibt. Und dann kannst du sagen, die Schließkräfte, die Öffnungs, wie weit der Greifer aufmacht, wie weit er schließt, welchen Toleranzen der schließen will. Also du kannst bis auf Zehntel Millimeter genau sagen, so wenn ich jetzt ein bisschen mehr habe, wie 12,3 Millimeter, dann geht er immer in Störung und so weiter und so fort. Und ich kann diese Signale dann natürlich auch verarbeiten, dem Roboter sagen, ja, probier es einmal nochmal zu greifen und so. Also wirklich ein programmierbarer Greifer, kann man sich vorstellen, wie wirklich externe Achsen am Roboter nochmal und die Öffnungen, Schließungen und so weiter wirklich nochmal frei zu programmieren. Das ist IO-Link, wird sich wohl durchsetzen als Standard und mit diesem Modul von Zimmer kannst du das in jeden Roboter integrieren. Oh ja, da sind doch einige Sachen schon, aber fertig konfektioniert. Dann gehen wir doch einfach einmal in die Montage und Bedienungsanleitung und schauen das uns einmal an. Ich lese jetzt einmal ein bisschen was und das werden wir kurz überspringen und dann geht's weiter. Ja, der erste Blick in die Montage und Bedienungsanleitung war es ganz leicht. Auch am Rechner habe ich mich schon mal eingeloggt. Auf dieser Karte, ach, da vorne habe ich sie, da steht jetzt auch ein Link drauf und ein Kennwort, wo man sich einloggen kann. Dann habe ich mir das UR-Caps schon mal runtergeladen, habe es hier drauf getan. Das kann ich jetzt gleich noch auf den Universal Robot installieren. Das ist praktisch, dass der Greifer direkt vom Roboter aus angesteuert werden kann, zeige ich euch gleich. Kleiner Zwischenstand, wir haben jetzt 15 Minuten sind vergangen. So,
Und zwar habe ich jetzt Folgendes rausgefunden. Anscheinend kann man jetzt hier dieses SCM-Modul in den Controller von UR einbauen. Den muss ich jetzt mal den Controller. Ja. Also, so schaut ein UR-Roboter von innen aus. Ich bin ja begeistert. Das ist das erste Mal, dass ich einen UR aufmache. Also, dieses Modul hier, dieses SCM-Modul, das wollen wir jetzt hier reinbauen. Da hinten ist ein Klebestreifen. Ich könnte das jetzt direkt hier hinten dran kleben. Das spare ich mir aber jetzt erst einmal. Dann habe ich hier einen Anschluss, der später an den Greifer kommt, ja, an das Greiferkabel kommt. Der wird dann wahrscheinlich da unten durchgehen. Und jetzt ist ganz einfach. Einmal haben wir hier die Spannungsversorgung, hier haben wir die digitalen Eingänge und da die digitalen Ausgänge. So, also die Spannungsversorgung kommt also hier dran. Dafür brauche ich jetzt einen kleinen Schraubendreher. So, Schraubendreher und natürlich, bevor wir anfangen, schalten wir den Roboter aus. Okay? Also, ich habe den hier ausgeschalten am Programmiergerät und jetzt gehen wir wieder hier rein. Die Lampen sind aus. So. Ich brauche den hier und da hinten. Und vier. So. Spannungsversorgung hier rein. Dann. Also die Stecker hier, die sind kodiert. Ich kann die gar nicht falsch einstecken. Da sind hinten ganz kleine Nasen drauf. Ja. DO4 bis DO7. Ich gehe mal davon aus, dass DI, dass wir da anfangen. DI0. Schauen wir mal, ob ich richtig stehe. Ja, 1, 2, jetzt probiere ich hier mal einen falsch einzustecken. DO0, ah ja, da passt er nicht. Da passt er. Und da auch. Ja, das heißt, der Controller ist fertig angeschlossen. Und das scheint jetzt wirklich einfach gewesen zu sein. Was ich gleich nochmal brauche, ist hier das Netzwerkkabel. Da werde ich mich jetzt mit dem Windows-Rechner anstecken und das SCM-Modul programmieren. Eingesteckt wird es unten. Ja? Und dann gehe ich hier auch raus und ja, dann sind wir da drin. Eigentlich auch schon fertig. Machen wir jetzt mal ein bisschen länger. Ob mir das jetzt von der Länge her reicht, schauen wir gleich mal. Ja, wie gesagt, also das Ding kann man natürlich hinten schön festmachen. Auch auf der Rucksack ist auch die Möglichkeit, über Vakuumklemmen oder so das Ganze festzumachen. Alles gut. Jetzt montieren wir den Greifer auf den Roboter. Schließen hier wieder und ja, gut, dann schauen wir mal. Dieser Teil ist sehr einfach dran zu machen. Also. So, ja, wunderbar, super easy, also Greifer ist schon mal drauf, Kabel haben wir hier, da haben wir nochmal das Kabel, das dann eben zu dem SCM-Modul geht. Auch dafür haben wir bereits, ah,
Okay, also Kabel habe ich angeschlossen an den Controller. Also jetzt habe ich hier den Greifer drauf montiert und ich habe das SCM-Modul im Controller integriert. Ich musste nichts verdrahten. Ich habe mir hier ausnahmsweise das gespart mit den Bolzen, den Sicherungsbolzen oder den Positionsbolzen. Und ich habe diese drei Imbusschlüssel gebraucht, zusätzlich einen Schaltschrankschlüssel für den UR. Ja, und jetzt schalte ich den UR ein und verbinde mich mit dem Rechner. Dann schauen wir weiter. Bis dann. Ja, nachdem wir jetzt praktisch den Greifer am Roboter montiert haben, das SCM im Controller einfach eingesteckt haben, ohne auch nur ein Kabel zu löten oder irgendwas mit A- oder N-Hülsen und Werkzeug zu arbeiten, einfach nur raus der alten Na, da sehen Sie, der Stecker, die bereits drinnen sind, im UR und rein mit den vorgefertigten von Zimmer eben Kabel angeschlossen. Das war alles super einfach. Jetzt habe ich mich mit dem Netzwerkkabel praktisch mit meinem Rechner verbunden. Ich habe bereits die Software runtergeladen, dieses ZG-IO-Link HMI, also Zimmer Group IO-Link HMI. Und die IP-Adresse habe ich eingestellt am Rechner auf die 10.0.0.10. Das SCM hat standardmäßig 10.0.0.1 und 255.0.0.0. Wenn ich das alles richtig gemacht habe, du weißt, wie das geht, zeige ich hier nicht. Dann starte ich die Software und jetzt wird schon mal die Verbindung aufgebaut, praktisch mit dem SCM-Modul und dann schauen wir da mal rein, was wir denn da hier alles einstellen können, damit unser Greifer hier sauber läuft. Also, Software ist sofort da. Ich habe hier oben die Möglichkeit, Monitor, also den Greifer anzuschauen. Ich habe den Guide-Set, ja, das ist für eine geführte Konfiguration des Greifers, also easy Setup, sagt man ja, ganz einfach zu konfigurieren. Und ich habe noch die Möglichkeit, über Expert Set, also ein bisschen tiefer reinzugehen in die Programmierung. Es reicht in der Regel der Guide Set wunderbar für die Erstkonfiguration sowieso zu empfehlen. Ich wähle den Greifer aus, den er eben gefunden hat, und komme jetzt in unser Menü. Ja. Und jetzt machen wir einfach mal eine Referenzfahrt. Wir schließen den Greifer. Achtung, Greifer macht jetzt zu. Okay, dann öffnen wir den Greifer. Ja, der Punkt ist abgeschlossen. Grünes Licht und weiter geht's in den nächsten Menüpunkt. So, jetzt fragt er uns, will ich denn was greifen? Ja, also wie unser Greifer hier. Damit wollen wir ja zum Beispiel dieses Bauteil hier greifen. Und also das heißt von außen greifen, wir könnten aber natürlich auch was von innen greifen, also wenn wir einen Ring haben oder irgendwas, dann müssen wir das Rechte anwählen. Wir greifen von außen. Und weiter geht's. So, Werkstückposition, das geht jetzt ganz leicht. Ich lege jetzt einfach mein Werkstück da rein und schließe den Greifer. Muss ich draufbleiben mit der Maus? So, und jetzt zeigt er mal an, die Werkstückposition ist 26,96 mm. Aufs Hundertstel Millimeter genau ermittelt er mir jetzt, wie groß oder wie dick mein Bauteil ist. Im Endeffekt eine Auflösung ungefähr von einem Zehntel Millimeter, ganz ohne Probleme. Ob es jetzt aufs Hundertstel ist, ja. Man kann es auf alle Fälle anzeigen lassen, alles gut. Habe ich festgelegt, ja. Als nächstes lege ich fest, die Werkstücktoleranz, also auf wie viel, auf ein Zehntel oder ich würde jetzt einfach mal sagen, auf drei Zehntel genau wollen wir das haben, ja. Dann gehen wir weiter. So, Entfernung zum Werkstück in Millimeter, das bedeutet jetzt, denke ich,
wie weit der Greifer denn öffnet. Ja, wir müssen ja nicht jedes Mal ganz öffnen, ganz schließen, kostet natürlich Zeit und Energie. Also wir lösen nur so weit, wie wir unbedingt müssen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir hier ja, ein bisschen mehr, 10 mm öffnen. Ja, 10 mm ist natürlich allerhand. Jetzt kann ich nochmal ausprobieren, hier unten auf Greifen und Lösen, ob mir das so gefällt. Und wenn ja, mir gefällt es jetzt einfach einmal, dann gehe ich weiter auf den nächsten Punkt. Und hier kann ich jetzt einstellen die Greifkraft und in Prozent. Und das geht jetzt, sagen wir mal, sogar bis 130%. Wenn du aber jetzt höher wie 100% gehst, dann schließt der Greifer schneller. Schauen wir mal, wenn ich jetzt greife, schließt er schon recht schnell. Soll aber auf die Lebensdauer gehen. Also die Lebensdauer des Greifers, wie sie in die Betriebsanweisung angegeben ist, ist auf 100% ausgelegt, kannst du auch langsamer machen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf 20% gehst, dann ist das Greifen entsprechend langsamer. Lösen ist jetzt noch gleich schnell. Ich würde mal sagen, wir gehen auf 100%. Und natürlich, umso weniger Greifkraft wir haben wollen, umso langsamer fährt der Greifer entsprechend zu. So. Nochmal ein letzter Test bei 100%, schaut es so aus und lösen auch wieder. Dann gehen wir in den nächsten Punkt, die Greifgeschwindigkeit. Sehen wir schon, wie schnell öffnet der Greifer. Der ist jetzt auf 30%. Ich würde mal sagen, öffnen kann er ja wohl so schnell wie möglich. Also dann machen wir ihn nochmal zu. Und wenn ich jetzt löse, oh, das ist schnell. Ja. Wenn ich hier entsprechend langsamer löse, macht er auch langsamer auf. Oh, da gefällt mir 100% sehr gut. Greifen, lösen. Also ich kann das immer sofort ausprobieren. Gehe in den nächsten Punkt. Zusammenfassung. Ja, also er hat jetzt halt Ein- und Ausgänge hier festgelegt. Und ich kann jetzt das Werkstück, also dieses Teil hier, praktisch abspeichern als, keine Ahnung, kann ich einen Namen vergeben? Werkstück Nummer 1. Ja, also das würde jetzt bedeuten, wenn ich jetzt ein anderes Werkstück habe, das wo breiter ist, schwerer oder was auch immer, das ich einfach anders greifen will, kann ich das aus einem anderen Werkstücknamen nehmen. Hier sind 3 schon mit grün. Bin mir nicht sicher, können wir dann 15, ja, es sieht so aus, als könnten wir 15 verschiedene Werkstücke tatsächlich abspeichern. Das ist natürlich sehr praktisch und ich brauche dann nicht 15 Initiatoren einzustellen, was ja gar nicht möglich wäre, sondern der Greifer selbst, das ist das Praktische jetzt an den elektrischen Greifern, kann ich verschiedene Greifer einstellen. Also ich nehme das einfach als Werkstück 1 und sage Werkstück speichern. So, und jetzt bin ich durch und jetzt könnte ich zum Beispiel das nächste Werkstück festlegen und das sparen wir uns. Wir sind fertig mit der Grundkonfiguration. Also wir können jetzt den Greifer öffnen und schließen und was wir jetzt als nächstes machen, das ist, wir gehen jetzt an den Roboter dran. Ich habe mir bereits eine Software runtergeladen, irgendwo liegt hier mein USB-Stick, ach hier, auf den USB-Stick die Software runtergeladen. Da gibt es ein File, das sich nennt, ich schau mal schnell, ah ja, das Zimmer Digital 123 UR-CAP. Ja, also das ist die Datei, die ich mir von der Zimmer-Homepage runtergeladen habe, auf meinen USB-Stick getan habe und jetzt schauen wir uns das Ganze auf dem Programmiergerät von Universal Robots an. Dafür baue ich jetzt hier nochmal ganz kurz um. Den Rechner brauchen wir jetzt nicht mehr. So, ich habe jetzt natürlich mal noch mal ein bisschen umgestellt hier für euch. Aktuell sind wir bei 35 Minuten. Und ich habe bereits den Greifer installiert, in Controller angeschlossen. Ich habe mit der Software, die ich mir runtergeladen habe, den Greifer konfiguriert, also wirklich in kürzester Zeit. Und jetzt habe ich mal auf diesen Stick hier die UR-Cups draufgespielt für den Zimmergreifer. Und die werde ich jetzt einfach mal hier reinstecken. Dafür gehen wir mal auf das Programmiergerät und stecken wir hier oben mal ein.
So, was muss ich jetzt als erstes tun? Also Roboter hat gerade gestartet. Ich gehe auf dieses sogenannte Hamburger-Menü, Einstellungen, System und dann auf die UR-Cups. Die habe ich hier. Und jetzt kann ich neue UR-Cups hinzufügen, indem ich hier auf Plus klicke. Dann wähle ich meinen USB aus und eben die Zimmer Digital 123 UR-Cup und öffne die. Er sagt, okay, das sind jetzt diese Dinge. Und dann muss ich auch nur noch neu starten. Und dann zieht sich der Roboter das neue Modul praktisch ein. Ich finde das sehr gut gelöst bei Universal Robots, dass man hier praktisch so Module laden kann für Hardware, für Kameras, für alles Mögliche. Und dann die Befehle praktisch fertig in den Controller schon integriert hat. Also ich kann jetzt zum Beispiel dann, zeige ich euch gleich, reingehen ins Programm und kann zum Beispiel sagen, ich will den Motor einschalten von dem Zimmergreifer. Ich will den mal in die Home Position fahren. Ich will den rücksetzen. Ich will fragen, ob der Fehler hat. Ich will den schließen. Ich will schauen, ob er das Bauteil 1 drinnen hat. Und so weiter und so fort. Also das ist wirklich große Vielfalt. Ich brauche hier nichts programmieren. Ist alles fertig. Und jetzt schreiben wir doch einfach mal ein kleines Roboterprogramm. Und da machen wir jetzt nichts anderes wie Greifer zu, wieder auf. Ja, also ganz, ganz, ganz easy. So, dafür gehen wir jetzt hier mal rein. Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen mal nochmal schauen in der Installation und lass mich überlegen, UR-Caps, genau. Und jetzt müssen wir mal auswählen, was haben wir denn hier eigentlich für einen Greifer installiert, und zwar einen mit Controller-IO. Das gibt ja noch dieses Tool-IO, das kleine Knubbelchen am der Achse 6 vom UR. Also wir nehmen die Controller-IO und dann ist auch das schon abgeschlossen. Ja, dann gehen wir auf Next, genau. Wir haben einen Greifer dran, also gehen wir hier auf 1 und dann müssen wir noch sagen, welche Gripper-Serie das wir haben. Wir haben die erweiterte, die GEH6, dann, ich glaube, die 6010 haben wir hier, IL. Wähle ich die aus, Next. Da kann ich jetzt getrost die Standardeinstellungen übernehmen, brauche ich nichts machen. Ihr fragt mich nochmal, will ich wirklich die Standardeinstellungen übernehmen für die Eingänge? Das Gleiche mache ich dann nochmal für die Ausgänge. Und dann ist er auch schon fertig. Ich kann jetzt hergehen, die Motoren einschalten und den Greifer schließen und wieder öffnen. Ja, da hatte ich noch ein Bauteil drin. Genau, dann können wir den Greifer schließen und wieder öffnen. Alles kein Problem hier. Wunderbar. Also der Greifer läuft bereits. Ich sehe hier in meiner Maske unter Installation das neue Modul von der Zimmergruppe. Dann gehen wir doch einfach mal rein und schreiben ein kleines Programm. Jetzt haben wir hier unten unter UR-Caps eben die Möglichkeit, auf den Zimmer zuzugreifen. Jetzt macht er uns eine Zeile rein, standardmäßig Z-Grip, Gripper 1, also wir den Greifer schließen. Das kann ich hier nochmal ändern. Also ich würde sagen, wir machen erst einmal einen Reset, okay? Als Nächstes wollen wir den Greifer öffnen mit Z-Release. Dann fragen wir, falsch. Also ich kann auch jederzeit hier zurückgehen mit, ich kann hier was löschen. Z-Release, Moment, jetzt will ich erst einmal die Motoren einschalten. Ja, ich schalte die Motoren ein und dann frage ich natürlich auch noch ab, ist denn der Motor tatsächlich ein? Also, Motoren ein vom Greifer ist einmal die Basic. Dann machen wir den Greifer auf. Erst einmal Release. Ich habe jetzt festgestellt, es schadet nichts, wenn man dazwischen immer wieder mal eine kleine Wartezeit, das darf auch der Standardwert 0,01 sein, damit der nicht zu schnell springt anscheinend. Also ich mache den Greifer auf, habe eine kleine Wartezeit drin und gehe dann wieder hier auf UR-Caps-Zimmer und sage, ich will warten, bis er tatsächlich auf ist. Z ist opened. Ja, also jetzt steht hier, dass er geöffnet ist. Danach würde ich vorschlagen, machen wir wieder eine kleine Wartezeit von jetzt einmal 0,5 Sekunden und gehen wieder in die UR-Cups und schließen den, also Grip, den Greifer.
eine kleine Wartezeit von 0,1 Sekunden und fragen ab, ob er denn tatsächlich ist, Z ist closed. Und zwar ist er dann ganz geschlossen, der Greifer, und nicht in dieser geteachten Position von Teil 1. Dafür müsste ich eben nehmen die is on teach pos. Ja, dann fragt er eben mit der Toleranz, die wir festgelegt haben, ob er tatsächlich richtig geschlossen hat. Jetzt fährt der Greifer einfach ganz zu in seine geschlossene Stellung und wieder auf. Das haben wir jetzt hier einprogrammiert. Ich könnte hier auch noch, es gibt natürlich noch mehrere Befehle, die Homing, das heißt, der fährt in die Grundstellung. Ich wechsle das Workpiece, ja, ich change Workpiece, heißt, ich kann sagen, okay, ich habe ein zweites Teil, das vielleicht ein bisschen größer ist, ja, haben wir vorher schon besprochen. Könnte ich hier dann auswählen. Und das sind so die ganzen Befehle, die wir hier drin haben. Ja, und dann lass uns das doch einfach mal testen, indem wir hier auf eben den Start-Taster drücken. Halt, zuerst müssen wir natürlich die Antriebe einschalten, den Roboter initialisieren. Dauert ein Sekündchen. Dann ist er da. Ich habe auch hier die Nutzlast bereits eingetragen, also der Greifer praktisch, wie schwer der Greifer ist, das habe ich ermittelt, inklusive die Trägheitsmomente. Dann Start, jetzt schalten wir mal den Roboter ein. Gut, gehen zurück in unser Programm und starten das von Anfang und schauen wir mal, was passiert. Also macht jetzt immer den Greifer auf und zu mit der Geschwindigkeit und der Kraft, die wir eingestellt haben. Wenn ich jetzt das Bauteil dazwischen lege, dann bleibt der Roboter stehen, weil er jetzt ja nicht mehr ganz schließen kann. Also ich müsste jetzt da in die Zeile reinschreiben, dass er die geteachte Position erwarten soll und dann würde der Roboter jetzt weiterfahren. Also so funktioniert das Ganze. Also ich finde, es ist super, super, super leicht, den zum Integrieren. Wir sind jetzt hier bei 41 Minuten, also um 12 Uhr haben wir angefangen, es ist 12.41 Uhr auf meiner wunderschönen Küchenuhr. Und was gibt es noch zu sagen? Es gibt noch einen zweiten Greifer mit der Bezeichnung RSB01020001A. Ja, das ist ein MRK-Greifer mit einer weißen Hülle, einfach um sicher zu sein, dass ich hier nicht klemmen kann. Dann würde ich sagen, das hier ist gelungenes Plug and Work. Ja, also in 40 Minuten vom Auspacken über Installieren, Greifer anbauen, die Elektrik fertig machen, Konfiguration mit der Software erledigen, den Treiber runterladen, in den Roboter-Controller einspielen, im Roboter-Controller die Konfiguration durchführen und schon das erste Programm in 41 Minuten. Hey, das ist sau stark, ich kann da nur gratulieren. So will ich das in Zukunft immer sehen. Ja. Wir reden von Industrie 4.0 und dann musst du hier mit allen möglichen Bussystemen und nochmal da Software hier und da und auch recht viel wälzen an Dokumentationen und dann brauchst du einen Spezialisten und hör auf. Furchtbar. Hier läuft es sofort. Also wenn es ich kann, kannst das du auch. Nimm die Anleitung her. Natürlich kannst du hier noch alles viel genauer einstellen, viel, viel intensiver. Da kannst du dich gerne noch beschäftigen. Es ist eine sehr ausführliche Anleitung ja auch dabei. Ich habe hier doppelseitig alles ausgedruckt. Alles schön beschrieben in Deutsch mit allen möglichen Optionen, die du hast. Ich würde sagen, so kann auch der klein- und mittelständische Unternehmer super einfach arbeiten. Er braucht nicht nur mehr extra Mechaniker, einen Elektriker, was du alles immer so brauchst, irgendwelche Sensoren, die du noch kaufen musst. Das ist alles dabei. Ich kann den bereits mit anheften. So, also hier geht es richtig, richtig ab. Es ist alles drin in dieser Start-Z-Box, also Start-Z-Z-Box. Ja, interessanter Name. Das ist natürlich ein sehr industrieerprobter Greifer.
Die Firma Zimmer ist ja schon lange am Markt. Also das ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwelche Experimente macht. Man hat auch sehr guten Support, kann ich nur bestätigen. Und wir haben ja einen vollständigen Servogreifer mit unterschiedlichen Kräften, die ich auswählen kann, unterschiedliche Bauteile. Sowas ist halt super, super praktisch, auch weil ich gar keine Luft nicht brauche. Kann hier alles elektrisch steuern. Also mein Fazit ist, ich bin wirklich schwer begeistert von diesem Teil. Wenn hier irgendwas nicht stimmen wird, ich würde es euch sagen. Aber so muss es sein. Ich bin der Meinung, da ist den beteiligten Firmen hier ein großer Coup gewonnen, gelungen. Ist auch mein erster Test mit einem UR. Auch dafür danke, für die zur Verfügung zu stellen. Und mir gefällt dieses Gerät sehr, sehr gut, muss ich schon sagen. Wenn ihr mal so einen genaueren Test haben wollt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich würde auch gerne mal so die gängigsten Roboter hier mal untereinander vergleichen. Jeder hat ja so seine Vorteile irgendwie. Und wo kann man denn den einen oder anderen am besten einsetzen? Das würde ich dir gerne mal sagen. Und wenn das Video gefallen hat, dann gib dem natürlich einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich sehr. Hast du Fragen zum Thema, schreib es mir unten in die Kommentare. Abonniere den Kanal, wenn du mehr Produkttests und Programmieranleitungen von mir haben willst oder Interviews. Ja, aktiviere die Glocke, dann wirst du auch informiert, wenn ich hier ein neues Video hochlade. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Werner. We'll be right back.